Willkommen zu Nightingale. Nightingale ist ein Open-World-Survival-Game, das du alleine oder mit bis zu 6 Freunden spielen kannst. Und ich möchte dir in diesem Guide die ersten wesentlichen Sachen zeigen, wie du ins Spiel reinkommst und was jetzt nach meiner Erfahrung wesentlich ist in dieser Anfangsphase. Wenn du das Spiel gestartet hast, dann kommst du erstmal hier in die Charaktererstellung. Das ist in der Regel eine kosmetische Geschichte, wo du deinen Charakter nach deinen Vorlieben anpassen kannst. Let my words steer your steps. Das war Puck, der dich durch das Spiel geleitet und dir viele Tipps gibt und auch die ersten Karten gibt, die du brauchst, um dich durch die verschiedenen Welten zu bewegen. Wie üblich, wenn du in einem Survival-Game ankommst, fängst du erstmal an, die Materialien hier zusammenzusammeln. Und das System sagt dir oben rechts auch immer, was du tun sollst. Ja, also hier sieht man jetzt, ich soll Beeren essen und hier in dem Anfangsgebiet gibt es eine Menge Beeren. Immer wenn das grüne Symbol angezeigt wird, heißt das, ich kann Dinge mitnehmen. Wenn das Symbol rot dargestellt ist, bedeutet das, ich habe noch nicht das richtige Werkzeug, um dieses Material mitzunehmen. Nimm am Anfang ruhig so viel Holz und auch diese kleinen Steine hier mit, wie du tragen kannst. Denn du wirst ganz viel Essenz brauchen. Und Essenz kann man gewinnen, indem man alle Dinge, die es hier im Spiel gibt, zerlegt. Unten links im Bild siehst du als rot deinen Lebensbalken, dann darunter in blau, das ist deine Energie. Und es ist so, dass du zwischendurch dich immer wieder ausruhen und schlafen musst, um deine Energie wieder aufzuladen. Wenn du keine Energie mehr hast, wirst du irgendwann sterben. Das Grüne darunter, der grüne Balken, das ist dein Nahrungsbalken. Und ganz am Anfang sollst du Beeren sammeln und diese dann essen. Und ja, so lernst du praktisch, was es mit der Nahrung auf sich hat. Nahrung gibt einem grundsätzlich auch immer irgendeinen Buff. Also mehr Leben, mehr Energie, je nachdem, was man gerade gegessen hat. Ich sammle hier gerade oder habe gerade die Beeren eingesammelt und jetzt liegen die auf der rechten Seite meiner Hotbar. Also die Hotbar ist unterteilt in die linke Hand von 1 bis 5 und die rechte Hand von 6 bis 0. Und wenn ich etwas, was auf der rechten Hand liegt, wie jetzt zum Beispiel meine Nahrung, benutzen möchte, dann muss ich die Taste F drücken. Also erst die 6 für die Nahrung, falls ich es nicht automatisch schon ausgewählt habe, und dann die Taste F, um es zu benutzen. Ist Inventar. Du hast hier deinen Rucksack und was du in deinem Rucksack drin hast. Hier klar deine Kleidung. Hier die Weltenkarten, sofern du welche gesammelt hast, und hier Essenz. So, und Essenz benötigst du zum Beispiel, um dein Werkzeug zu reparieren oder deine Kleidung zu reparieren oder um Dinge zu kaufen. Wenn wir jetzt hier ganz viele Steine haben, dann können wir jetzt mit Rechtsklick sagen, extrahieren und würden dann aus diesen Materialien, die wir eingesammelt haben, die Essenz bekommen. Aber wir sollen ja jetzt ein Lagerfeuer bauen. So, hier oben, das erklärt sich eigentlich anhand der Überschriften. Wir haben immer eine Karte der Welt, das ist sehr gut. Da kann man sich ganz gut orientieren und man kann sich auch dann Marker setzen. Und die oberen Marker hier, die werden dir auf der Karte angezeigt. Ich mache das einfach mal, dann können wir das gleich sehen. Und die unteren Marker, die siehst du nur, wenn du die Karte öffnest. Beziehungsweise in deinem Kompass am oberen Bildschirmrand. Das Handbuch sagt dir, was du tun kannst. Du sollst, oder was du tun sollst, du sollst Beeren braten. Und hier zeigt er dir an, an welchen Feuerstellen du das machen kannst. Und im Moment haben wir nur diese eine Feuerstelle hier. Verfolgen hieße eben, dass ich mir das anpinne. Wir machen das einfach mal. Da seht ihr jetzt, das habe ich jetzt angepinnt. Das, was ich tun soll oder was ich sammeln soll oder so, kann ich mir anpinnen. Bauen. Da ist noch nichts. Wir haben ja noch nicht viel gelernt jetzt.
Tagebuch, da kannst du noch mal die Geschichten nachlesen. Mit B kommen wir ins Bauen rein. Und jetzt haben wir hier, also wenn wir B drücken, kommen wir hier in dieses Bereich, in diesen Bereich hier, Handbuch bauen. Und jetzt können wir hier sagen, okay, wir wollen Lagerfeuer bauen. Und in diesem Menü ist es jetzt so, dass du eben einmal siehst, was für Möglichkeiten du hier hast, was alles noch dazu kommt, was du dafür benötigst. Ganz wichtig, die Dinge haben alle verschiedene Klassen. Klasse 1 ist natürlich das Einfachste jetzt. Und wenn ich jetzt auf Hinweise gehe, dann sehe ich hier unten immer, ob ich etwas schon getan habe oder nicht. Weil um im Spiel vorwärts zu kommen, ist es eben wichtig, dass ich bestimmte Dinge erledige, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Und wenn ich mal nicht weiß, habe ich etwas schon gebaut oder nicht, dann sehe ich das hier unter Info, ob ich das tatsächlich schon gemacht habe. So, mit Platzieren stellen wir das jetzt einfach auf. Mit Escape können wir aus dem Baumenü wieder raus. Und mit E fügen wir jetzt einfach die Materialien hinzu zum Lagerfeuer. Mit E können wir Brennstoff hinzufügen. Und du kannst die Stöcke verbrennen, du kannst aber auch das Stroh verbrennen. Und du kannst hier, du siehst, du kannst verschiedene Sachen da auch reinlegen, ja? Anzünden. Wenn wir jetzt hier oben auf den Kochtopf gehen, dann sehen wir unsere Rezepte und können jetzt hier anklicken und können auswählen, was wir da reintun wollen. Wir haben jetzt nur bisher die Beeren natürlich und jetzt können wir sie herstellen. Du siehst schon, du kannst hier verschiedene Sachen dann entsprechend einreihen. Die bratenen Beeren sind jetzt schon in meiner Menüleiste unten erschienen. Jetzt soll ich gebratene Beeren essen, einfach auf die 7 gehen und F drücken und dann esse ich das. Jetzt habe ich eine neue Entdeckung gemacht, nämlich, dass ich auch Fleisch braten kann und Pflanzen braten kann. Immer wenn du eine Aufgabe erfüllst, etwas Neues herstellst oder isst oder so, dann lernst du dadurch wiederum neue Rezepte. Und wenn du mal vergisst, irgendeine der Werkbänke oder so aufzubauen, dann wirst du an der Stelle nicht weiterkommen, ja, weil dir dann einfach das vorherige Wissen fehlt. Was ganz wichtig ist, steht oben rechts im Bildschirm und so kannst du entsprechend dann sehen, was die nächste wichtige Aufgabe für dich ist, die dich im Spiel weiterbringt. Ach, hier übrigens, das ist der Wegpunkt, den ich vorhin gesetzt hatte, den sehe ich jetzt hier, ja. Es kann manchmal eine Zeit lang dauern, bis sich das Portal öffnet, weil ja die Welt, in die wir jetzt gehen, prozedural jetzt generiert wird. Jetzt sind wir in der Wüste und ich gehe gleich mal ganz bewusst hier in den Schatten. Jetzt steht er da hinten, na gut. Dann gehen wir hier in den Schatten, damit uns nicht zu heiß ist. Und reden mit ihm. Aber ihr seht schon, hier in der Wüste wird es mir verdammt heiß und das bekommt mir nicht besonders. Wenn ich laufe, dieser gelbe Balken unter dem Heißbalken, das ist mein Energielevel und ihr habt am Anfang echt nicht viel Energie. Das heißt, da muss man ein bisschen drauf achten, dass das Energielevel passt. Diese Welten hier sind, also diese auf jeden Fall ist jetzt noch mal relativ unspektakulär. Wasser ist nicht so gut. Also nass zu sein ist nicht gut für dich. In der Wüste sollst du deine erste kleine Unterkunft bauen und einen Schlafsack und dich ausruhen. Und wenn du vorher die ganzen Zweige und Pflanzen und so eingesammelt hast, dann ja, ist das überhaupt ruckzuck erledigt hier. Wenn du dich ausgeruht hast, dann bekommst du den Auftrag, deine ersten Werkzeuge herzustellen. Und die benötigst du, zumindest einen Teil davon benötigst du tatsächlich auch in der nächsten Welt, wo es jetzt dann hingeht. So, hier sind wir im Sumpf angekommen. Hier gibt es jetzt schon mal ein paar Kleinigkeiten, Besonderheiten. Und zwar kannst du hier eine ganze Menge an Materialien einsammeln. Es gibt diese zwei Türme in dieser Welt. In der Mitte ist der Sumpf da, wenn du da reingehst, das wird tödlich. Es gibt die zwei Türme und da gibt es viele Materialien. Und selbst wenn du sie nur einsammelst, um sie dann zu zerlegen, zu Essenz, lohnt sich auf jeden Fall. Und da hinten ist der Ort, wo wir letztlich dann hin müssen. Wir müssen aber ein paar Aufgaben hier erfüllen. Wir sollen nämlich Tiere töten und wir haben uns ja eben Materialien, also Werkzeug hergestellt und die Axt. Oder die auch meinetwegen die Spitzhacke
oder so, die kannst du auch als Waffe benutzen. Also ich habe immer die Axt benutzt. So, und hier haben wir schon unser erstes Tier. Wo ist er? Okay, wo ist er denn? Da. Also die sind natürlich noch nicht stark hier, die Tiere, gegen die du kämpfst, ja? Und wie in jedem Spiel brauchst du eine Menge Leder, um dir bessere Kleidung herstellen zu können. Deswegen nehmen wir das jetzt gleich mal mit. Wir müssen mindestens drei dieser Tiere erlegen. Ist aber wirklich total einfach. Wirklich total einfach. Manchmal haben sie mich auch angegriffen. Aber das ist nicht unbedingt die Regel. Die kannst du übrigens auch erlegen. So. Das ist ganz gut, immer wenn man etwas einsammeln kann, dann leuchtet das immer so. So eine Art Rauch oder so, der da hochsteigt. Die zählen nicht als Beutetiere. Er zählt schon als Beute. Ist aber, ja, wie gesagt, harmlos, diese Beute. Hier gibt es jetzt schon die ersten Sachen, die ihr finden und looten könnt. Und da sind auch so Karten dabei. Also deswegen würde ich hier nicht durch dieses Anfängergebiet komplett durchhetzen, sondern würde mir das in Ruhe angucken. Dann liegen hier andere Materialien rum. Das hier zum Beispiel. Und hier. Also viele Mineralien und so. Erze haben sie hier hingelegt, hier zum Beispiel. Jetzt bist du natürlich relativ schnell überladen und dann werden wir das einfach. Was haben wir hier? Ein Hoffnungsecho, wieder ein Stück Geschichte. Jetzt sind wir überlastet. Jetzt gehen wir in unseren Rucksack und jetzt können wir hier sehen, was wir alles eingesammelt haben und was davon wir brauchen und was nicht. Zum Beispiel diese Steine würde ich jetzt mal auf jeden Fall löschen, also extrahieren. Und jetzt kann ich hier sagen, alle oder nur eine bestimmte Menge. Ich mache mal alle, weil die finden wir sowieso überall. Die Samen würde ich gerne aufheben und das extrahiere ich auch. Das haben wir an unserem Ort, wo wir hinwollen, auf jeden Fall auch. Wie gesagt, ihr findet eh genug von diesen Materialien auch. Das sind ja alles so Basismaterialien. Aber es ist gut, schon mal Essenz dabei zu haben. Dann haben wir hier wieder spezielle Karten und Metallkugeln. Das nehmen wir mit natürlich. Ich brauche leider deine Knochen, weil ich die anderen Knochen gelöscht habe. Headshots, wenn ihr auf den Kopf zielt, dann bringt das mehr Schaden. Ja? Also Headshot ist gut. Hier liegt wieder so ein Echo. Da ist schon mein Raub. Hier. Da. Genau. Immer schön auf den Kopf, wenn es geht. Zack. Gib mir deine Knochen, Baby. Und jetzt sollen wir uns die provisorische Kapuzenpelerine herstellen. Und das geht auch wieder im Herstellungsmenü. Oh. Kann ich jetzt in Ruhe meine Pelerine herstellen? Herstellen Kapuzenpelerine. Da war es zum Beispiel bei mir beim ersten Mal so, dass ich schon gleich das übersehen habe, dass ich das machen muss und habe mich gewundert, warum ich nicht durchs Portal komme. Die haben wir jetzt hergestellt, werden wir jetzt ausrüsten. Das ist jetzt eine Klasse 1. Also das Material, das wir benutzt haben, um die herzustellen, dieses Leder, war jetzt auch nur Klasse 1. Insofern ist unsere Pelerine auch nur Klasse 1. Ja? Also je besser das Material, desto besser das, was du daraus herstellst. Den haben wir über. Der ist schlechter, den können wir einfach mal jetzt extrahieren. So, wir sind eh überlastet und den zweiten Schirm extrahieren wir auch. Um die Aufgabe Fleisch zu grillen hier zu erfüllen, musste ich dann neben dem Lagerfeuer hier nochmal so ein Zelt aus Stöcken aufbauen, weil es geregnet hat und dann brennt das Lagerfeuer nicht. Und dann habe ich mir gleich auch noch einen Schlafsack gemacht. Ich kann euch empfehlen, aus Erfahrung, bevor ihr hier auf dieser letzten Tutorial-Welt das Portal öffnet
euch gut auszuruhen, zu heilen und auch gestärkt zu sein. Jetzt spielen wir hier unsere Karten und dann kommen einige Gegner daraus. Und ja, die sind nicht so schwierig, aber sie haben mich auch schon getötet. In der nächsten Zeit werde ich noch mehr Guides auch zu Nightingale machen. Und ja, wenn dir dieser Guide gefallen hat, dann lass doch ein Abo da, damit du dann später auch nichts mehr verpasst. Und ich freue mich immer über eure Kommentare. Wenn ihr Fragen habt oder etwas ergänzen wollt zu dem, was ich euch hier gezeigt habe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.